So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game. Mir hat die Einstellung des Mikrofons versaut und ich bin heute Morgen noch nicht ganz bei Stimme. Ich habe die letzten Tage viel geredet und dann ist mir, glaube ich, gestern Abend irgendwann mal die Stimme krepiert. Was relativ lustig ist, weil ich habe so drüber nachgedacht, ich habe so ungefähr alle 2 Jahre habe ich eine Entzündung im Hals. Also, eitrige Angina nennt sich das, das ist halt, ja, wie es klingt. Ziemlich ätzend. Das habe ich aus irgendeinem Grund so ungefähr alle 2-3 Jahre. Und dann habe ich so gestern Abend so im Bett gelegen und drüber nachgedacht und gedacht, scheiße, das letzte Mal hattest du die vor 2 Jahren. Und dieses Jahr kannst du es nicht gebrauchen. Und dann habe ich so gedacht, ja, und jetzt hast du, jetzt tut dir da der Hals so ein bisschen weh. Das sind Gedanken, die möchte man nicht machen. Wir spielen jetzt mit Gyrostos und gewinnen ein bisschen. Das sind Gedanken, die möchte man nicht haben. Die Gedanken möchte man nicht. Aber an der Stelle möchte ich mich mal bedanken, nämlich bei Finsteres Meroetta und bei Dave. Ihr habt mir nämlich Karten zukommen lassen. Danke, danke, danke. Die kann ich bestimmt noch super gut gebrauchen. Damit werde ich jetzt auch an den Decks rumbasteln, sobald ich die Gelegenheit habe. Es dauert jetzt noch ein paar Tage, weil... ja, ihr wisst ja, Lernstress und so. Aber danach habe ich wieder alle Zeit der Welt und dann ist das Ganze auch nicht mehr ganz so schwer. So, gut, das ist schon mal eigentlich ganz schön, dann belasse ich das mit der Energie doch dabei. So, wir holen uns erstmal alle Carpador. Das ist mir erstmal wichtig, dass wir die haben. Wo ich hier meine Getränke sehe und dass ich nachher noch einkaufen gehen muss. Leute. Mogelpackung. Also wirklich. Ich bin einkaufen gegangen und ich hole mir immer so eine Gewürzmischung. So einen Streuer. Weil es ist... Meine Pizza schmeckt deutlich besser, wenn ich damit nachwürze. So. Und ich... Dann, doof wie ich nun mal bin, einfach den Streuer reingemacht und gar nicht so weiter drauf geachtet. Mich da einfach überhaupt nicht drum gekümmert. Und dann lade ich das Zeug an der Kasse aus und denke, oh, der Streuer ist irgendwie ein bisschen größer. Und tatsächlich, also jetzt nicht, dass der irgendwie falsch war oder so, war einfach ein größerer Streuer. Einziges Problem an der Sache, zu Hause habe ich dann mal nachgeguckt. Der Streuer ist ungefähr 10 bis 15 cm höher. Bei gleicher Breite, wow, so viel Pech habe ich selten mit dem Deck. Bei gleicher Breite von dem normalen Streuer, den ich da habe. Aber wo der große Unterschied liegt, es ist keiner. Also wirklich gar keiner. Es sind die gleichen Sachen drin und es ist der gleiche Inhalt drin. Mit dem größeren Streuer kommt exakt der gleiche Inhalt. Und das ist nicht okay. Das sollte nicht. Mit größerem Streuer sollte nicht... Sollte auch größerer Inhalt kommen, finde ich persönlich.
Weil das sind auch noch so Plastikstreuer. Und seien wir mal ehrlich, jeder von uns hat mehr als genug Plastik. Also wenn ich mir angucke, wie oft mein Plastikmüll voll ist, ne? Da graut's einem ja. So, Frage ist, was nehme ich jetzt mit? Will ein paar Trainerkarten auf jeden Fall haben. Und sowas zum Austauschen für einen Notfall, falls ich was zurückmischen muss. Ich wollte gerade schon sagen, zwei, aber da hinten sind nochmal drei andere. Ja, das Deck ist bösartig. Und das Keldeo, das kann uns hier gar nichts. Selbst ein Keldeo kriegen wir damit kaputt. Ich hau dich jetzt auf jeden Fall erstmal weg, Keldeo. Darf ich die damit auf die Hand nehmen? Ja, perfekt. Ist sogar nur eins. Okay, ich hätte gern noch ein zweites gehabt. Wow. Okay. Okay. Das reicht aber. Da ist unser Ersatz-Gyarados. Ersatz-Gyarados finde ich toll. Vorteil ist, unser Deck besteht fast nur aus Wasserenergie. Also ehrlich, zum jetzigen Zeitpunkt ist quasi nur noch Wasserenergie drin. Noch irgendwie zwei, drei Trainerkarten. Mein Kabador zu hauen ist feige. Wollte ich bloß mal gesagt haben. Sag ich ja. 210 Schaden wieder. Auch wenn die Pasanias jetzt noch drauf gehen. Das beschützt dich auch nicht mehr. Lorry Rats. Spricht man den so aus? Keine Ahnung. Weiß es nicht. Ja, unser Gegner. Also das hat man überhaupt gar keine Chance gegen uns. Selbst wenn es uns jetzt fertig machen könnte. Was es nicht kann. So, wieder 210 Schaden und ein Rocco. Spielt uns auch natürlich genau in diese Quest rein. Und da wir noch ein bisschen Zeit haben, machen wir... Oh, ich habe eine neue Nachricht. Wer stört? Meloetta, viel Spaß beim Spielen. Danke, Meloetta. Danke dir. So langsam taut meine Stimme auch auf. So langsam komme ich wieder in Fahrt. Das tut mir richtig gut. Aufnehmen tut mir immer gut. Weil krank werden kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. War am Wochenende mit den Furries Migo spielen. Das war lustig. Wer eine Überleitung sucht, da war keine. Die Furries, die waren super, super, super lustig. Also, Suter beim Minigolf-Spielen. Ich habe ein paar schöne Fotos gemacht. Wirklich toll. Hat mir Spaß gemacht. Ich bin zwar, also, ja,
von 10 Leuten Sechster geworden. Also wirklich ganz vorne dabei. Nicht. Aber nee, es war wirklich gut. Mir hat es Spaß gemacht. Und ganz ehrlich, was am wichtigsten ist, ist der Spaß. Es ist völlig egal, ob man gewinnt, verliert oder sonst was. Solange man dabei Spaß hat, ist alles okay. Und wir verlieren gerade. Aber wir haben Spaß dabei. Okay, wir verlieren doch nicht. Ich dachte, der haut uns jetzt weg, bevor wir irgendwas tun können. Mit 30 Schaden. Aber offenbar nicht. Und offenbar nicht reicht mir. Das hat uns ziemlich viel gekostet. Aber 90 davon... ja, haben gereicht. 280, da brauche ich noch das ein oder andere Carpador mehr. Zack, zack. Ja, mit euch, ihr Carpadore. Das war jetzt nicht das Nonplusultra. Das war das Non. Das Plusultra fehlt noch. Ich darf nicht auch eine Energiekarte zurückmischen, das wäre mir viel lieber zum jetzigen Zeitpunkt. Aber gut, unser Gegner hat einen ganz großen Fehler gemacht. Das Vieh nicht irgendwie in Sicherheit zu bringen, sondern einfach an die Front zu stellen. Und das war ja, glaube ich, ein Tech-Team. Bedeutet 3 Preiskarten für uns. Entsprechend, ja. Du, Dino, das letzte Pokémon, was uns im Weg steht und was keinen Schlag aushält. Tja, läuft heute. Vielleicht haben wir zu viel verloren und die Gegner sind zu schwach. Das kann natürlich sein. Sagt denn die Uhr? Ja, die Uhr sagt, wir haben noch Zeit. Ein Match können wir noch machen. Aber ich würde so gerne mehr spielen. Ich hätte jetzt Bock, einfach die komplette Versus-Leiter am Stück durchzuhauen. Mir dabei irgendwie richtig cool Musik anzumachen und mich super zu freuen. Aber nee, ich muss gleich wieder lernen. Ich muss mal gucken. Mathe-Treff jetzt heute oder ist der nächste Woche? Also nicht nächste Woche, sondern am Donnerstag wieder. Wenn der Mittwoch wäre, wäre doof. Dann müsste ich den Stream verschieben. Muss ja nächste Woche sowieso. So. Gucken wir mal, damit ich das weiß. So, 27. und 28. Das sind wahrscheinlich wieder Donnerstag und Freitag, wenn ich mich nicht irre. Ja. Okay, das ist in Ordnung. Was machst du? Oh. Rückzugskosten erhöhen. Das ist natürlich unfair. Haben wir tatsächlich doch nochmal verloren. Nee, da machen wir noch eine Runde. Ich kann nicht mit einer Niederlage aufhören.
Los, komm, Gegner. Wir gewinnen. Bin fast schon ein wenig zuversichtlich. Aber nur fast. Es macht einem halt ziemlich viel kaputt, dass man keine Energiekarten mehr in der ersten Runde spielen kann. Das ist furchtbar. Also mir macht das extrem viel kaputt. Ich bin immer so im Gedanken, jo, dann spielst du eine Energiekarte und so eine Trainerkarte und dann passt das. Dann bist du auf der sicheren Seite und dann stehst du halt da und denkst dir, ja. Oder auch nicht, ne? Aber wenn ich jetzt in der ersten Runde schon hätte spielen können, hätte ich nächste Runde schon entwickelt. Obwohl, das kann ich nächste Runde auch machen, wenn ich bis dahin überlebe. Jetzt natürlich mehr als eine Energie anlegen kann mit irgendeiner Doppelenergie, dann haben wir ein Problem. Dann endet der Part doch mit einer Niederlage. Nee, ist nur eine. Mit einer kann ich leben. Eine ist okay. Ich habe ausgerechnet Energie ziehen müssen. So, wir nehmen direkt den Entwicklungsrauch und die Sanja. Energie lege ich bloß an, damit sie zumindest ein bisschen wegkommt. Weil mit Rocco kann ich die dann ja wieder ins Deck mischen, das ist ja dann kein Problem. Ja, aber dafür erwischt sie unsere ganzen Gyarados. Auch nicht gut. So, ja, fangen bis. Jetzt kann ich wie viel nicht zurückziehen, ne? Oh, wenn ich angreife, nehme ich selber einen ganzen Haufen Schaden. Das Risiko muss ich aber fürchterlich eingehen. Weil ich muss das Vieh platt machen. Er kriegt eine Preiskarte, ich krieg zwei und hoffentlich irgendwas, mit dem ich meine Gyarados wieder zurückholen kann. Ja, Köderball, perfekt. Das ist tatsächlich, ich finde, es ist ein spannendes Match. Auch wenn es, also es ist wahrscheinlich zum Zuschauen her nicht so spannend, muss ich gestehen. Aber ich finde so vom rein spielerischen Anteil her, doch, finde ich spannend. Okay.
zwei von denen wieder zurück. Das ist perfekt. Borkus Entschluss brauche ich gerade noch nicht, dann ziehe ich das Gufa erstmal zurück. Reicht noch nicht, um es fertig zu machen, aber fast. ...210 Schaden ist schon eine ganze Menge. Und mit Misty komme ich nächste Runde an alle Trainerkarten dran, die ich will. Oh, ganz viele Bilder wurden gepostet, sogar welche, auf denen ich drauf bin. Vom Wochenende. Und natürlich auf dem Gruppenfoto habe ich die Augen gezogen. Wie man es so kennt. Wenn es ein Foto gehen gibt, ich habe es nicht. So, mehr von denen haben wir da auch nicht mehr im Deck. Das macht nichts. Das reicht auf jeden Fall. Ah, sogar noch ein Carpador findet sich. Etwas in Sorge, aber das Vieh kann uns ja eigentlich nichts tun. Und unser Deck besteht inzwischen wieder so ziemlich nur aus Wasser, dementsprechend alles gut. Alles in Ordnung. Ja, das ist mir völlig egal, ob das viel Energie kriegt. So weit kommt es nämlich nicht mehr. Ich hau jetzt noch einmal zu und dann ist das Spiel aus. Da kannst du viel Energie kriegen, wie es gerne möchte. So. Ach, Schaden gesenkt, verdammt. Dann hätte ich doch noch die letzte Energie gebraucht. Ich dachte 210 reichen, aber nein. Schadensreduktion um 30. Pokémon. Oh, zählt sogar für jede Stahlenergie mehr Leben. Moment. Ja, doch, es hat Stahlenergie angelegt. Ich auch hier. Bin ein bisschen neben der Spur. So ein kleines bisschen. Liegt aber daran, dass ich in Gedanken schon wieder eine Prüfung durchrechne. Ist halt alles nicht so einfach, ne? Warum braucht er so lange?
Wir brauchen einen Schlag, um zu gewinnen. So, jetzt ist endgültig fertig. Zwar Schaden wieder nur gesunken. Und er darf sich auch noch eine Preiskarte nehmen. Aber wenn er das möchte, dann darf er das. Wir haben gewonnen. Wir haben unseren Sold erfüllt. Und ihr habt lange durchgehalten. Deswegen lasst ihr mir jetzt hoffentlich auch noch einen Daumen nach oben da, ein nettes Kommentar und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Pokémon Trading Card Game. Dann am Mittwoch. Bis dann, euer Wolf.